Home Sweet Home. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Jetzt werden wir das Rätsel um diese mysteriösen Truhe lösen. Was ist hier versteckt? Ah, die Wa... Ah, das also. Ich verstehe. Wenn ihr jetzt fragt, was das ist nämlich das, was Mark Kirko auch noch eingebaut hat, nämlich eine sogenannte Warp Zone, der wir zu verschiedenen Gebieten warpen können. Und hier haben wir noch ein Extra-Leben, den wir uns wieder auffrischen können, falls uns mal die Extra-Leben verlieren sollten. Das sind auf jeden Fall die sogenannten Warp-Zones. Da könnten wir zum Ende mal zum Kokiri Forest zurück. Entweder zu Castle Town, zu Kakariko Village oder auch zum neuen Gebiet, zum Death Mountain. Und für 350 Noten könnten wir dann eine weitere Warp-Zone öffnen. Und für 450 diese, für 450 diese, für 640 diese, für 765 diese. Und ein Secret für 882. Und ich glaube, wenn wir schon hier sind, gehen wir doch gleich zum Death Mountain. Wir werden die Hylianische Steppe ein anderes Mal besuchen. Wir wollten mir mal ein bisschen mit der Story weitermachen. Eigentlich wollte ich ja zuerst ja ein bisschen die Hylianische Steppe nochmal auf den Kopf stellen, aber wenn ich schon der Warp Zone zum Death Mountain kann, why not? Was zum Beispiel jetzt hier fehlt, sind die eine Felswand, die man sprengen konnte. So, und ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht geradezu übersteuernd. Jetzt muss ich das nochmal überarbeiten, weil die wieder kräftiger ist als normal. Ist das wieder eine normale Welt? Ja, das ist wieder eine normale Welt. Also die nächste Welt. Können wir mal die Tongos Höhle mal unter die Lupe nehmen. Wenn wir schon da sind. Ich weiß es gerade nicht, welche Mucke hier spielt. Es könnte die vom Feuertempel sein. Bin mir aber nicht sicher. Wir haben hier einige Türen, die mir zerstören können. Oder auch nicht. Die sehen brüchig aus, aber zerstören kann man zum Teil nicht. So, Goldfedern haben wir sowieso momentan genug. Vielleicht kann man die schon zerstören, ich bin nur zu blöd. Ja, ich bin nur zu blöd. Aber machen wir es mal der Reihe nach. Gehen wir natürlich nach der alten OOT-Tradition. Nach Reihe. Das heißt, wir gehen zuerst da lang, wo Link zuerst lang gegangen ist. Aber der Merkte hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben mit den ganzen
probiere, dass es so originalgetreu wie möglich aussieht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da einiges an Arbeit reingeflossen ist. Das kann man nicht einfach mal so auf mindestens auf heute auf morgen erstellen. Ah, da ist ja schon Brunhilde. So früh schon. So, was hast du für uns Tipps? Lavawasserfällen verbergen Geheimnisse. Wir sollten überprüfen, ob King Dodongo noch am Leben ist. Und ich soll mir die Position der einzelnen roten Fäden einprägen. Was das genau? I don't know. Ja. Kommen wir einmal noch hier hoch, um einen Bomberschädel abzuholen. Was Simote und seine goldene Skulptur hier gebracht hat. Das war jetzt einfach nur da, um dort drüben hochzukommen. Und das gehört alles noch zum Death Mountain, oder? Ja. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Dann haben wir nochmal eine Cartridge. Diesmal von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ach ja, und eine Cartridge, die ich noch, wenn... dem Cut gesehen habe, das war noch einer von Perfect Dark, das war nämlich in dem Graben Kakriko da, wo die leere Honigwabe war. So. Ja, das wird sie wohl sein. Weil auch im OT gab es hier hinter diesem Wasserfall ein Secret. Nur sind es hier vier goldene Fäden, die man dann brauchen, um... rüberzukommen. Mit dieser Schnappe nicht zuschnappen. Okay. Wenigstens verliert man nicht alle Noten. Das hat er wenigstens besser gelöst, dass man einfach nur zurückgeworfen wird. Aber die Sprünge muss ich da besser timen. Also alle Mann zurück an ihre Posten. Und ihr wisst, was das für euch bedeutet. Ich schneide das kurz raus. Das hat niemand gesehen, dass ich da runtergefallen bin. Das hat niemand gesehen. Meine Güte, bin ich so schlecht! Okay. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Bis gleich. Und ich mache mir jetzt auch noch ein Safe State. So. Wollen wir es jetzt mal nochmal versuchen. Diesmal mit Safe State. Geht doch! Warum nicht gleich so? Wo führt uns das hin? Das führt uns da nach oben.
sozusagen ein anderer Weg. Okay, ich glaube, das ist dann der Weg, der uns noch weiter führt. Ja, und während dem hat es wieder eine Cartridge aufgetaucht. Das kann ich dann euch dann gleich noch zeigen, falls wir dann nochmal vorbeikommen. Das wird mir dann 100 Pro nochmal. Oh, das geht aber weit nach oben. Ah, sieht wieder danach aus, dass wir da wieder eine Stampfattacke ausführen müssen, da wo die rote Feder ist. Jetzt sind wir genau oberhalb. Die uns hier zu einer Truhe führt und da ist mit Sicherheit ein Puzzleteil. Das erste vom Death Mountain. Ja, das erste. Warum ist das eine leere Honigwabe da unten? Ne, das ist nur eine Energieeinheit. Hätte aber auch sein können, dass da noch etwas wäre. Gut, aber da wollen wir ja noch nicht hin. Ich hoffe nur, ich habe die rote Feder noch nicht eingesammelt. Ja, das wäre dann doof, weil ich dann nicht mehr weiß, wo die ist. Also wenn sie nicht mehr vorkommt, dann habe ich sie wahrscheinlich eingesammelt. Dann darf ich dann mal die Aufnahme überprüfen. Und da oben ist noch ein Puzzleteil. Und zwar das zweite. So, jetzt können wir abkürzen, wenn wir wollen. Wobei... Doch, das geht auch so. Jetzt ist halt eben die grande Frage, wie kommen wir dann an diesen Ginger ran, wenn das nicht systematisch funktioniert? Okay, da sind nur Eier. Ah, da müssen wir von irgendwo oben. So, kommen wir jetzt aber zu dieser Cartridge. Sitzen nicht ganz gut. Vielleicht kann ich das sogar mal zoomen. Doch, jetzt sieht man es von hier ein bisschen besser. So, jetzt sieht man es besser. In The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Ich glaube sogar zwei Versionen. Es gab ja auch noch die DX-Version davon. Dann später auch noch erschien mit einem zusätzlichen Dungeon. Und kleiner Fun Fact, ich hatte auch mal die normale Version, bis die einmal verloren ging. Und wir wissen seit diesem Zeitpunkt nicht, wo die ist. Wir glauben immer noch, dass ich es
bei meinem Großvater verloren haben. Aber bestätigen können wir das nicht, dass sie immer noch dort ist. Sagen wir mal so, die ist verschollen und nicht mehr aufgetaucht. Aber ich habe mir da vor ein paar Jahren mal die DX-Version mal über eBay geholt. Also ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Jetzt habe ich halt die bessere Version. Aber schon trotzdem schade. Wobei wieder eine andere Zunge was behaupten könnte. Okay, da haben wir nochmal eine Cartridge. Legend of Zelda Oracle of Seasons. Oder Seasons. Wie man es auch aussprechen möchte. Also was andere Zungen auch noch behaupten könnte. Vielleicht hat ein ehemaliger Freund, der zu einem den Feinden übergelaufen ist, auch geklaut. Aber ich habe leider keinen Beweis dazu. Wenn ich Beweise hätte, wäre es einfacher. Aber solange ich keine Beweise hätte, lasse ich jetzt diese Theorie mal als eine Theorie. Ohne Sinn. Wo auch immer die Cartridge hin möge. Ist jetzt eigentlich auch egal. Aber schade ist es trotzdem, dass die weg ist. Aber ich gehe jetzt mal auch stark davon aus, die Brindilda-Tipps sind alle auf Dongos Höhle bezogen. Und einen haben wir. Das waren ja die vier goldenen Federn. Also es gibt noch einen weiteren Lavawasserfall, der ein Geheimnis verbirgt. Okay, jetzt habe ich gerade auch eine leere Honigwabe gesehen. Über der Truhe, das heißt, die Truhe, die darf jetzt noch nicht kaputt gehen, weil sonst kommen wir gerade nicht ran. So, jetzt dürfen wir sie kaputt machen. Okay, nevermind, da war eine Sprungplatte drin. Ich bin immer noch der festen Überzeugung gewesen, dass die Truhe einfach nur den Sinn hatte. Ja, sie hatte wirklich diesen Sinn. Dass man einfach dann an die leere Honigwabe drankommt, aber dass darunter noch eine Sprungplatte war. So weit habe ich nicht gedacht. Gut. Und wieder ein Fake-Puzzleteil! Okay, und dieser Durchgang ist auf jeden Fall gesprengt worden. Aber da oben kommt man noch rein. Oder auch? Ja, da oben kommt man rein. Aber nicht in der Größe. Heißt das, dass man wieder eine Verwandlung haben muss? So wie das aussieht. Nur um diesen Ginger ranzukommen? Okay, müssen wir das mal auf später merken. Verwandlung eventuell benötigt. Dann gehen wir jetzt mal in das Maul dieses Teils. Und schauen, was da noch ist. Wenn wir dann keine Verwandlung finden, dann ist es halt etwas anderes. Dazu kann ich den Donkey Game dann gleich. Okay, da drüben geht es schon mal nicht weiter. Aber dazu diese Truhe hoch. Auch wieder etwas eingestürzt. Was hat Grundhild alles getan? Als sie die Durchgänge eingestürzt hat, die hat hier das gesamte Universum auf den Kopf gestellt.
gehen wir jetzt erstmal da runter. Okay, da wäre auch noch etwas von mir eine Verwandlung benötigen. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir eine Verwandlung benötigen hier. Zumindest schon mal an zwei Stellen. Und den Tipp mit der Lonely Red Feather habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was wirklich hier war, dann habe ich schon wohl verpatzt. Da muss ich einmal die Welt verlassen und dann wieder zurückkehren. Ja, da unten beim König der Dunkel ist wirklich noch was. Aber wie kommen wir da runter? Achso, ja, dadurch diesen Durchgang. So, ich glaube, hier in der Dunkelsäule sind wir sonst durch. Halt an zwei Stellen, denen wir nicht weiterkommen, weil uns halt etwas fehlt. Schrägstrich eine Verwandlung. Gut, das wollte ich jetzt nicht. Das Geheim wollte ich es doch, damit ich schneller rauskomme. So, die Lonely Red Feather Position müssen wir halt immer noch finden. Vielleicht ist die irgendwo hier draußen. Dann schaue ich dann bei der Videobearbeitung nach. Und dann kann ich es noch rein editieren in den nächsten Part. Gut, Eier bräuchte ich noch. Weil die Noten resetten, für das will ich jetzt gerade nicht. Weil dann schaue ich doch lieber dann in das Video rein. Jetzt haben wir entweder zwei Wege, entweder wir gehen noch weiter nach oben oder wir gehen mal nach Goronia. Was sagen wir, gehen nach Goronia. Da ist auch wieder etwas. Ja. Wenn wir viel mit der Verwandlung zu tun haben, da ist schon wieder eine Stelle. Ah, da haben wir die Lonely Red Fett. Da ist nämlich etwas. Ein geheimer Tempel. Warte mal. Der Tempel erinnert mich an die Chozo-Ruinen aus Metroid Prime 1. Sind wir jetzt hier etwa in den Chozo-Ruinen gelandet? Grunty, was hast du mit der Dimension angestellt? Also die hat definitiv hier in der Dimension sehr viel Scheiße gebaut. Dass wir jetzt einmal auf Talon 4 landen. Ich meine, das sieht es auf jeden Fall danach aus. Also die hat die Dimension total verdreht. So, jetzt mal an der Stelle, da wo der Morphball ist. Okay, da müssen wir dann auch noch etwas erledigen, sobald wir dann eine Verwandlung haben. Auf einmal ist es dann eine Samus Aran-Verwandlung. Gut. Dann können wir dann gleich Goronia auf den Kopf stellen. Schauen wir erstmal an den Stellen nochmal nach. Okay, da ist auf jeden Fall eine Festung. Da komme ich dann oben rüber rein.
frag mich nur, wessen Festung es ist. Ey, bleibst du stehen? Wow, da geht's ja noch weiter nach oben. Jetzt eines nach dem anderen. Ist da oben etwas? Ja, ein Mumbo-Schädel. So, dann frage ich mich jetzt einfach nur, ob der normale Weg nach oben versperrt wäre, wenn es dieser Weg wäre. Hey, der geht jetzt auch noch. Das heißt, ich kann dann von oben runter. Vorausgesetzt, ich bin nicht zu blöd, diesen Vogel zu eliminieren. Ach ne, das ist dann hinter der Mauer. Okay, das führt dann zum Todesberg hinauf. Das ist dann hinter dem Berg. Also eine geheime Passage. Ja, Benjo macht sich einfach Sorgen, wenn er in die Lava fällt, dann sind die Noten futsch. Und Bottas kommt einfach mit der Aussage, ja, es ist ganz einfach, dann fall einfach dich drunter. Ja gut, wo er recht hat, hat er recht. Das heißt, wenn wir da runterfallen, die Noten sind weg. Unwiderruflich weg. So, das haben wir auf jeden Fall. Und wenn ich noch mehr Leben verliere, sind wir dann auch unwiderruflich weg. Ich möchte wenigstens die Passage da hinten noch in den Part reinnehmen. Und so ohne, dass ich sterbe. Please. Mal sehen, was da oben ist. Und Goronje übernehmen wir dann im nächsten Part. Es wäre einfach schön, wenn das ginge. Ohne zu sterben. So, jetzt noch einmal. So, das ignorieren wir jetzt mal. Wow. Jetzt wird's halt kompliziert. Enge Wege, eine Kamera, die streiken möchte. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, jetzt. Und das bringt uns was. Seriously. Was bringt uns das? Nur, dass der Vogel hier weg ist? Ach so, damit wir hier oben hochkommen, um das Puzzleteil zu holen. Das bringt es uns. Genau, das bringt es uns. Hey, das war jetzt eine nervenaufreibende Kletterpartie. So.
Jetzt brauche ich auf jeden Fall mal eine zwischendurch eine Pause. Ich muss den Part nicht überprüfen wegen der Lonely Vetter. Wir haben das Problem jetzt auch gelöst. Habe ich noch genug Federn? Eier meine ich. Das wird auf jeden Fall noch atemberaubend, das gesamte der Death Mountain. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Spiel wird jetzt auch immer wie schwieriger. Zeit zu Zeit. Also gut, im nächsten Part geht's dann weiter mit Let's Play Banjo-Kazooie, The Chickies of Time. Im nächsten Part sind wir dann in Koronia unterwegs und schauen, was uns dort erwartet. Also bis dann und ciao!